So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Oh Gott. How to. Oh, shit. How to join on Gomme. Beim zweiten Versuch. Und wir sind direkt drauf. Und wir spielen mal eine Runde Quick SG. Oder Shopping Chaos. In Shopping Chaos spiele ich meistens. Aber wir spielen jetzt mal eine Runde Quick SG. Pixel SG. Ist ja die neue Map. Also, neu. Ich glaube, gestern waren so die Tage irgendwann jedenfalls rausgekommen. Spielen wir nicht mehr. Da habe ich gestern gespielt. Oh, und da habe ich einfach mal 5 Kills gemacht. Exakt 5 Kills. Ich glaube, ich habe das Game sogar gewonnen. Ja, diesmal mache ich wahrscheinlich keine 5 Kills mehr im Equip. Weil ich glaube, ich Diaboost als allererst. Gut gucken. Ja, die FPS bleiben auch stabil. Ja. Wenn ich denn zum Beispiel hier sowas schon wieder sehe. Da habe ich doch keine Chance gegen. Ja, verfolgt mich wahrscheinlich. Ja, hier gleich tot. Das ist halt Quick SG. Da hat man einfach keine Chance, wenn man kein Equip kriegt. Aber die Map ist. Ich wollte gerade sagen, die Map ist ja schön süß und klein gestaltet. Oh, na guck mal, wir gucken uns jetzt die Map mal außerhalb an. Also, ja, das ist außerhalb, das gehört nicht mehr zur Map dazu. WTF, wie viele FPS das wahrscheinlich bei einigen zieht. Den scheiß PC haben. Probieren wir mal hier durch die Tür durchzugehen. Ne, klappt nicht. Aber guckt euch doch mal die Gegend an. Da oben ist nur ein Kreuz. Oh, alles klar. Der hat gewonnen, schreiben wir mal GG. Aber wie riesig die Map ist, was man sich hier alles angucken kann. Läuft auf jeden Fall. What is this? Is this a house? Ja, als ob das ein Haus, da kann man sogar. Was steht da? Respektiere. Ah, da stand irgendwas. Ob die Map noch für irgendwas anderes verwendet wird, weil. Ja gut. Das heißt, wir lassen uns erstmal killen und gucken uns die QSG-Map von außerhalb an. Dö-dö-dö-dö. Ich glaube, auf der Map gibt es hier außerhalb nicht so viel zu sehen. Die kenne ich nämlich schon. Ja. So. Oh, unser Equip geht die Runde sogar. Ja, Entschuldigung, ich kann es. Ich habe es mit dem Hotkey und sowas nicht drauf. Deshalb probiere ich erst. Du hast erst gar nicht. Also probieren wir jetzt mal den Typen hier mit. Wie kommt man hier aus der Map raus? Oh, als ob der mich mit seinem Eisenschwert gekillt. So, jetzt schnell sein, jetzt schnell sein. Oh, die Map ist ja hier großzügig außen weiter gebaut. Da war die andere, ja. Ich flieg mal hier im F1-Modus, sieht echt geil aus. Aha. Lass mich raten, hier hat eine unbekannte Firma ein Logo platzieren wollen. Das ist der Kampf. Nein, guck mal hier oben drauf. Ach so, soll ein Schornstein darstellen. Ist echt interessant. Ja, hier sind wir ja gerade lang gelaufen. Düm, düm, düm. Ach, wie kommt man an die Kiste? Mal, man soll hier rüber springen, als ob wir springen dann mit dem Ingame darüber, aber egal. So, hier zack, da gucken wir jetzt mal. Hier sind auch die Flugzeuge. Also sieht man ja, das ist mal so ein Propellerflugzeug, so zwei kleine darstellen. Dum 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 dum. Himbeergeschmack, der hat uns gekillt, glaube ich. Nee, kann sein. Ach so, das Team ist erlaubt, die Team ja auch. Ja gut, hier ist noch ein Flugzeug, sieht aber mehr aus wie so ein kleines Kampfflugzeug mit zwei Propellern vorne. Also, ja, hier, oh, und hier unten ist noch eins, das gerade beim Starten, beziehungsweise soll so aussehen wie eine Start- und Landebahn. Aber die Map ist ja im Gegensatz zu der anderen. Ja gut, die Frage ist, wieso liegt hier Sand? Wer braucht da unten Sand und da unten leuchtet, jetzt kommt man hier irgendwo auch drunter. Wäre jetzt auch mal interessant. Hey.
Hier zum Beispiel. Wofür braucht man das? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist so eine, ich sag jetzt mal Verkleidung, aber das brauchen wir auch nicht. F1 wieder 40 Sekunden startet Deathmatch. Wir haben uns somit die ganze Map angeguckt, glaube ich. Wir fliegen jetzt mal ganz oben drauf. Da ist jetzt auch nicht mehr so sonderlich viel. Ja. Oh, zack, zack. Das soll einen riesengroßen Schornstein darstellen, vermute ich mal. Ja, gut. Die Flugzeuge halt. 15 Sekunden startet Deathmatch. Wie viele Spieler sind noch? Noch drei. Können wir uns das Deathmatch ja auch noch geben? Oder ja. Nee, keine Ahnung. Ich mach mal so eine kleine Let's Show Quick Survival Games Maps außerhalb hier. Die Kampfarenen, die sind als ob. Sind auch so auf unendlich langem grün platziert. Die Frage ist, ob man sich als normaler Spieler kann man sich hier. Hier sind unsichtbare Blöcke, aber man sich hier rausboosten kann, wäre mal interessant. Jetzt Squiddy, wer kämpft denn da? Achso, der eine ist schon tot. Und der andere hat ein Steve. Nee, Steve Rick, ist ja egal. Der eine hat so einen Standard-Scan auf jeden Fall. So. Der macht auf jeden Fall Bow Aim des Todes. Der lässt ihn ranken oder was? Ja, wahrscheinlich. Ah, und wir stehen hier hinter dem unsichtbaren Blöcken. Da hinten sie sich. Der andere Zuschauer kriegt dann mit seiner toten Fackel. Und dann ist das Spiel gewonnen. GG. So, dann schnell raus haben. Dann gehen wir auch mal auf eine nächste Map. The Valley. The Valley hört sich gut an. The Valley. Mal gucken, ob da irgendwas außerhalb ist. Oder vielleicht gewinnen wir auch mal eine Runde. Wäre natürlich auch krass, aber die Wahrscheinlichkeit bei mir eine Runde zu gewinnen liegt gleich gen 0. Den könnte ich sogar vielleicht kriegen. Oh, sag nicht, hat. Nee, das war mein Kill. Das war mein Kill, war mein Kill. Zack. Kommen wir jetzt rein in die Wasserrutsche. Rein in die Wasserrutsche und. Und. Und wamm! Außerhalb des Deathmatch. So, dann gehen wir jetzt mal. Hier ist die Deathmatch Arena. Deathmatch Arena, ja. Mal gucken, wie viele da schon leben momentan noch alle. Das ist auch gut gemacht. Da haben die das Haus gemacht. Und dann hier aufgehört, wo man theoretisch gesehen als Spieler es nicht mehr sieht. Und da ist auch wieder wie so ein Holzblock. Jetzt hier rum, dann müsste da vorne irgendwann leben noch drei. Wer liebt noch offiziell? Ah, alles klar. Cooler Name. Auf jeden Fall. Props an dich. So. So. Und da sind wir schon außen rumgeflogen. Und das war's schon wieder mit dieser Map hier. Ich staub nicht ab. Ihr könnt kämpfen. Bin low. Alles klar. Das wäre der auf jeden Fall. Dann haben wir hier oben noch die große. Was ist das eigentlich? Ein riesiges Eisfeld einfach nur. Was soll das darstellen? Ist es parallel gemacht? Ja, ist parallel gemacht. Fliegt mal nach oben, ob man da irgendwas erkennen kann. Irgendein Muster. Aber sieht nicht so aus. Und jetzt versuchen wir durch das Loch, durch ein Loch. Nein! Oh Mann. Wieder hochfliegen. Das ist ein witziges Spiel im Spectator-Mode. Überall durchfliegen. Vorne ist ein großes Loch. Da dürft ihr durchpassen. So, aber. Hier. Nice geschafft, aber egal. So, dann gehen wir jetzt noch schnell als brennende Fackel auf. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch noch schnell die nächste Map. So, das ist jetzt die Map Haber, also wo Hafen. Mal gucken, was die sagt, was die außerhalb hat. Da ist einer mit einem wenig Skin. Oh, der killt bestimmt ganz schnell. Besonders Leute, die wenig Equip haben. Haben gegen solche Spieler schlechte Karten, und wenn man auch so dämlich wie ich ist und so ins Wasser springt, dann ist man ja mehr als tot eigentlich. Oh Gott! Genau, da folgt uns nämlich einer mit dir Stuff. Ja gut. Problem ist, ich weiß nicht, ja gut, ich werde ihn jetzt immer weiter weghitten einfach nur.
Problem ist, ich krieg hier keinen. Ja, hä? Aber er hatte gerade ziemlich wenig Knockback. Du hattest gerade ziemlich wenig Knockback, mein Freund. Da, flieg runter. So richtig die Abfucker-Taktik, komm. Und jetzt kill mich. Nein! Nein! Och, da vorne war doch noch eine Kiste auf dem Schiff. Egal. Unser Plan ist ja außerhalb der Maps zu gucken. Ja gut, diese Map ist glaube ich so gestaltet, dass es außerhalb der Maps nicht ist. Dass außerhalb der Map nichts ist, aber kommen wieder F1-Mode hier. Also sehr schön gestaltet finde ich die Map, diese Hafenstadt hier gemacht. Kleine Türmchen, dem Lagerhaus. Naja, Lagerhaus ist hier gar nicht so richtig, wie wenn ich es richtig sehe. Oder doch? Das könnte das Lagerhaus darstellen. Ich fliege mal kurz dahin. Düm, düm, düm. Ja, das hier wird vermutlich so eine Art Lagerhaus sein. Blick und den ganzen Zauber zwischen. Alles klar. Jo. Und das Wasser. Alles klar. Ich habe auch schon immer so ein Meer gesehen, das dann ansteigt. Achso, da sind wir schon wieder auf der Map, auf Pixel SG, fällt mir gerade so auf. Der haben wir zwar vorhin schon gespielt, aber ist ja auch egal, weil unser Ziel ist nicht mehr. Scheiße. Ich habe schon mal festgestellt in der Runde gestern, dass er gar keine Kiste mehr braucht. Die sind scheinbar. Doch, da ist eine Kiste. Ja komm, ich habe jetzt nur Loot gekriegt. Keine Ahnung, der hat mich jetzt also nicht tot. Ach Mano, wollte ich eigentlich noch hin, aber die Map kennen wir ja wie gesagt. Dann nehme ich die mal nicht. Die Map kennen wir zwar schon, aber da haben wir noch nicht alles gesehen. Lass mich übrigens freuen, auf dieser Map die Video-Idee erst zu kommen. Hier. So, Dadeshaus hatten wir, aber wir hatten das kleine. Weg. Oh, 5 Spieler. Müssen uns beeilen. So, guck mal kurz gucken, ob man hier irgendwie ins Haus reinkommt. Ja, man kommt tatsächlich ins Haus rein, wenn es steht hier. Respektiere jedes Tier, töte nur um dich und andere zu ernähren und verwende jedes Teil des größten Tiers. Das ist der Eck hier auf dem Weg. So, zack, wir fliegen mal weiter. 50 Sekunden haben wir. 50 Sekunden, der Countdown noch. Letztes Bahn. Ui. Wie lange auch noch kriegt man jetzt ein kleines Camping-Camp? Also, die äußere Map dieser Map, die ich schalte. Ich darf mir die Zeit diesmal jetzt mal an, weil. Ja. In den Countdown, ja. Da ist wohl einmal das Dach eingebrochen. Bei dem hier. Dann gehen wir mal weiter. Und. Also, mit dem Wasserfall ist ja aber auch. Gemacht. Also mit dem Wasser, wie es da runterfliegt. So. Jetzt mal, ich vermute jetzt mal weiter außen, da was ist. Da ist noch was, das heißt. Ja gut, ich versuche dann gleich nochmal auf die Map zu kommen. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen mehr von der äußeren Map da. So, ich bin schon wieder zurück hier auf der Map Pixel SG. Und oh shit, Mist. Ich sehe gar keine Kiste in meiner Nähe. Natürlich etwas kacke. Ich vermute mal, dass hier eine Kiste hätte sein sollen oder sowas. Ja, ich sehe schon, dass der einen mich da jetzt jagt. Dann gehe ich schnell mal kurz hier hoch. Komm. Ja, komm, jetzt sind wir tot. Und hoffentlich spawnen wir nicht im Haus. Ja, wir spawnen nicht im Haus. Ich versuche jetzt mal so schnell wie möglich wieder irgendwo. Ah, ist das der Berg hier? Ja. Ich bin diesmal in die richtige Richtung geflüchtet. Abgehauen. Und zwar, seht mal hier. Hier ist noch ein kleiner Kerker. Ich versuche jetzt mal kurz. Nee. Nichts von vorne angezeigt. Kommt man da irgendwie rein? Ich glaube aber nicht, ne? Schaut zumindest nicht. Ah, doch. Oh. Durch ein Spinnennetz kommt man da rein. Durch zwei Spinnennetze.
Vielleicht, aber hier kann man ja durchfliegen als Nichtspieler. Ja, so. So, die kleine Zelle. Aber wenn 50 Sekunden schon das Deathmatch statt. Mann, dann muss ich mich aber eilen. Sie mussten ja alle so schnell sterben. Habt ihr nicht gut gemacht. Hier ist so ein kleiner Hochstand. Hochstand. Und hier seht ihr auch noch irgendwas oben drüber über der Map. 20 Sekunden. Da ein riesiger See mit einem Loch. Geht es da irgendwo unter das Loch noch rein? Hier ist so ein Toten, vielleicht von einem Indianer. Ich lasse mir die Sekunden sei hier wieder anzeigen. Mann, ey. Wieso muss der auf der Map so schnell gehen? Hier geht es runter ins Tal und da ist wieder eine Hütte, oder? Nee, da ist nur ein Lavasee. Habe jetzt aber auch nicht mehr gesehen und ich würde sagen, das war's jetzt auch wirklich von dieser Map. Ja. Jo. Ja, gut, dann gut. Dann würde ich aber mal sagen, dann war's das von den ganzen Maps hier. Und ach so, nee, ja, dann war's das von den ganzen Maps hier und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage.